Hallo, was machst du denn hier? Wie kommst du denn hierher? Glück auf, frisch auf, liebe Ruris, Pottis Pöttler, Kumpelanerinnen, Kumpelaner, liebe Kumpelfreunde, Kumpelfreundinnen, habe ich sie alle? Kumpelpottis. Tag erstmal. Ich habe allen Ernstes, ich habe hier gerade den Christian von Geraus getroffen. Wir sind mitten unterwegs, heute im Biersforter Wald. Und unfassbar treffe ich den Jungen hier von Geraus. Ja, das ist doch optimal. 5 Grad, augenblicklich regnet es nicht. Warum sollte man da nicht rausgehen? Genau das machen wir jetzt. Wenn ihr Bock habt, kommt mit, ab geht's. Was sagst du? Mufflons gesehen? Keine Mufflons gesehen. Morgenmufflons. Geil. Wild hoch 4. Astrein. Aber auch, hör mal, hier sind auch keine Mufflons. Sind nicht da. Also mir fehlt ja wirklich ein kleines bisschen der Regen, ne? Aber es ist schön hier mit diesem Steg. Soll ich den Larry machen? Christian, wo bist du? Machst du da Pipi? Nee! Was soll ich sagen? Der Regen ist da. Also nicht da, da ist der Martin. Aber der Regen ist da. Also hier. Ach, ist egal. Es ist auf jeden Fall nass von oben. So, endlich. Juhu. Ja, man merkt, ich werde, glaube ich, langsam alt. Mir kam das von Anfang an schon die ganze Zeit so
bekannt vor. Ich konnte mich aber nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt meine ich, es wiedererkannt zu haben. Mittelaltermarkt, schon viele Jahre her. Irgendwo hier war ich schon mal. Deswegen, diese Allee zu Anfang, die hat mir auch irgendwie, ja weiß ich nicht, ist mir irgendwie noch in den Sinn gekommen. Und ja, tatsächlich ist das auch eine super Location für den Mittelaltermarkt. Das habe ich früher vor vielen Jahren echt gerne gemacht, besucht und bin da auch in Gewandung als traditioneller Wikinger zu Gast gewesen. Ach, das war herrlich. Schade, die Zeit ist vorbei. Gibt's doch gar nicht. Jetzt ist die Tour schon wieder vorbei und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich gar keine Abmoderation gemacht habe. Ist auch nicht schlimm. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Die ersten Sachen sind schon mal verstaut. Gleich geht's erstmal unter die Dusche. Ich habe echt ein kleines bisschen Appetit gehabt und lese nochmal die Tour nach, wenn man das hier so reinhalten darf. Das ist meine Inspirationsquelle, Wanderführer Ruhrgebiet, Naturpark Hohe Mark, die schönsten Touren. Zwischen Rhein und Halterner See, zu Besuch im Wildtierwohnzimmer war das jetzt, der Diesfurter Wald, zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Ja, ganz genau, das kann ich auch nur so bestätigen. Das sind immer so Anregungen, es gibt genug Literatur, es gibt genug, genug Webseiten, Blogs, Postings, wo man sich wirklich inspirieren lassen kann und wirklich hochwertige Touren vorgestellt werden, die zum Nachwandern animieren. Das kann man nicht genug honorieren und ich finde da jede Menge wanderbares Zeugs, muss man sagen. Und das war dann die erste Tour von diesem wunderbaren Wanderführer, zu dem ich mich noch hoffentlich einige Male mehr hinreißen lassen kann. Und laufe gerne die ein oder andere Tour nach. Wenn ihr Bock habt, geht raus. Vergesst vor allem das Rausgehen nicht. Bleibt gesund, macht irgendwas, sucht euch ein paar schöne Rundwege, genießt ein paar Stunden Auszeit. Es lohnt sich wirklich sehr. Man ist mit jedem Schritt, mit jedem Tritt, bekommt man den Kopf frei. Wie gesagt, ich sage immer, es ist wanderbare Medizin. Abholen musste die Medizin tatsächlich alleine, aber ist zumindest nebenwirkungsfrei und gibt auch tatsächlich kein Rezept. So, und so hat man dann auch immer schöne Gedanken auf jedem Meter. Die Tour mit Christian von Geh raus war mal wieder ein Genuss, das hat total Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Gruß. Jetzt aber genug des Ganzen, macht es gut. Bis bald, euer Schrömi von Portananda. Frisch auf!